Also, ich überlege gerade, was man denn erzählen könnte. Was denn hier sinnvoller wäre oder was nicht allzu viel Umfang hat, um es hier zu bequatschen. Ne, hier ist ja da die Konzentration, die teilt sich ja eh schon auf das Spiel und aufs Quatschen aus. Auf. Und da ist es dann natürlich ein bisschen schwierig, je nach Thema oder wie gut man denn im Erklären von irgendwelchen Sachen ist oder auch im Erzählen, seine Meinung mal darzustellen. Ich meine, es ist ja sowieso schwierig, wenn es tatsächlich um Meinungen geht. Das ist, kann man ganz gut merken, gerade so im Internet ist es, ich weiß nicht, ob es nur da ist, wahrscheinlich ist es im richtigen Leben auch, dass es einigen doch schwerfällt, seine eigene Meinung tatsächlich auch als Meinung darzustellen. Das fällt dann gerne auf, wenn man in die Kommentare schaut, dass dann irgendwelche Sachen behauptet werden, die dann, also wo man rein vom Lesen erstmal denkt, dass das einfach irgendwelche Tatsachen sind. Aber das ist tatsächlich ja dann nur deren Meinung. Gerade wenn es um ja, verschiedene Sachen geht, um Geschmäcker. Wenn der eine sagt, das ist doof, dann sagt der andere, nee, das stimmt nicht. Dann ist das tatsächlich, dass das halt nur deren subjektives Empfinden ist. Das ist ja nicht so, dass jeder Mensch da gleich wäre. Ich glaube, das ist eigentlich klar. Trotzdem kann man sich durchaus an manchen Stellen doch deutlich mehr Mühe geben, wenn es darum geht, auch klar zu machen, dass das nur die persönliche Meinung ist. Ne, weil dadurch entstehen dann gerne schnell irgendwelche Diskussionen, dass sich die Leute streiten. Ich meine, das sind dann meistens irgendwelche Streits, die nicht gut enden können, weil die Leute einfach, ja, dem anderen nicht wirklich klar machen können, was die meinen oder dass es halt deren eigene Meinung ist. Gibt es da so ein paar gewisse Reibungspunkte. Ja, und was immer so ganz schön ist, wenn irgendwelche Sachen ausdiskutiert werden, dann ist immer so ein bisschen, fällt auch gerne mal auf, gerade wenn es um irgendwelche blöden Kleinigkeiten geht, wenn den Leuten die Argumente ausgehen, dann hacken sie auf der gegenseitigen Rechtschreibung rum. Kann man sehr schön merken. Und dabei, ne, gerade auch schön rumschreiben, du hier, na, Fehler da und da und machen im nächsten Satz dann selber drei Fehler, ist immer sehr schön. Oder auch, ich bemühe mich ja eigentlich selber auch gerne, weil, huch, ja, vor allem, dass ich mich aufs Ziel konzentriere, ne, aber dass ich halt auch ordentlich schreibe, weil ich finde nicht, dass nur weil das Internet halt, ja, Internet ist, ne, weil das eher ein gemütlicher Freizeitort ist, sag ich mal so, das heißt noch nicht, dass man da einfach schreiben kann, wie man gerade lustig ist. Einfach irgendwie Kraut und Rüben, alles klein, hier in jedem Satz 5 Fehler drin. Es ist tatsächlich, wenn man sowas lesen muss oder lesen möchte, wenn ich in die Kommentare schaue und da sind teilweise in jedem Wort ist ein Fehler drin. Hallo, es wird schon dunkel. Dann ist das durchaus manchmal echt schwer zu verstehen, was denn manche Leute meinen. Es ist klar, dass nicht jeder alles perfekt schreiben kann. Das ist klar. Es gibt Rechtschreibschwäche und den ganzen Kram. Aber es ist schon sehr viel, kann man nicht anders sagen. Und wenn ich dann teilweise Sachen höre wie, ja, es ist ja das Internet, da brauche ich dann nicht so drauf achten, da denke ich mir dann auch, ja, nee. Ich bin da aber in anderer Meinung. Auch wenn es tatsächlich Internet ist, um es nochmal gesagt zu haben, trotzdem sollte man schon ein bisschen darauf achten, dass man sich da ordentlich ausdrückt. Das ist, teilweise ist es dann, also stelle ich mir so vor, dass man die Sachen, die man hier im Internet öfter schreibt, dass man in gewisser Weise die dann sich auch übernimmt an andere Stellen. Das heißt auch, man kann theoretisch dann das Internet auch nutzen als Übung, dass man das eigentlich doch ordentlich machen kann oder machen sollte. Na, für die Fälle, wo man dann das tatsächlich auch richtig haben muss, damit man nicht dasteht wie irgendein Depp oder damit man ernst genommen werden kann. Es ist tatsächlich so, dass ich freue mich dann immer gerne über Kommentare, die tatsächlich aus einem richtigen Satz bestehen. Kommt nicht immer vor, ne? Oder wo man halt ohne Probleme verstehen kann, was der andere eigentlich möchte. Na, das heißt jetzt nicht, dass jeder das da unbedingt irgendwie einen riesen Text schreiben muss. Aber trotzdem, ich finde, das ist einfach, mir gefällt es persönlich besser, wenn ich da zumindest
nicht den halben Satz voll Abkürzungen habe und alles. Ich weiß gar nicht, wie viel Holz ich hier noch abbauen möchte. Sollte erstmal reichen. Ne, ich hoffe, ihr versteht, was ich damit meine. Hat natürlich jeder seine eigene Meinung zu. Das heißt, anderen kann es natürlich auch recht egal sein, wie die Kommentare jetzt konkret aussehen. Aber ich lese mir auf jeden Fall deutlich lieber irgendwelche Sachen durch, die auch ordentlich geschrieben sind. Und Teil, ja, ne, ist... das ging auch schnell. Und es macht einfach mehr Spaß. Und ich lese ja auch immer gerne die Kommentare. Das heißt, auch wenn ich nicht überall darauf antworten kann, oder teilweise auch möchte, dann lese ich die aber trotzdem. Und gerade wenn es um irgendwelche Sachen geht, die ich schon 5-mal erklärt habe, oder an einigen Stellen, wo halt sicher ist, dass die Information stimmt, dann dürft ihr euch natürlich alle gegenseitig auch selber helfen, falls irgendwelche Fragen wieder auftauchen, ja, die eigentlich schon beantwortet wurden. Das heißt, ihr müsst nicht darauf warten, dass ich dann selber nochmal komme und das beantworte, weil irgendwann ist es, glaube ich, also es ist auf jeden Fall schön, wenn sich Leute dann gegenseitig helfen oder wenn ihr euch da gegenseitig auch Antworten gebt, solange die dann tatsächlich auch stimmen. Ne? Also nicht, dass irgendwelche Unwahrheiten dann verbreitet werden. Da muss man dann auch ein bisschen aufpassen. So, was? Ich habe jetzt genug Holz. Wie sieht denn das aus dann? Da verschwindet das noch alles. Das ganze Weizen ist auch schon wieder fertig. Ich könnte auch darauf warten, bis das alles voll ist. Aber allgemein ist das in der Wachstumszeit ja verschieden. Daher müsste man dann quasi immer an verschiedenen Stellen darauf warten, dass es fertig ist. Und an anderen Stellen ist es schon fertig. Und dann ist das quasi ein bisschen Verschwendung, wenn man das hier als optimiertes Feld ansehen möchte. Weil es ist ja doch recht klein. Da darf man dann auch gerne mal optimieren. Ja, damit wir nicht nur so ein riesiges Ding haben. Ach ja, ich wollte das ja alles draußen hier jetzt lagern. Zack. Die da rein, das da rein. Wir können theoretisch auch mal nachpflanzen. Die da auch rein. Das Zombie-Händchen. Brauche ich eigentlich gar nicht. Das dahin. Werkzeug schwindet aber mächtig, wenn man da ein bisschen das auch benutzt. Ne? Wenn es nicht nur einfach in der Gegend herumsteht. Kommen wir hier nochmal 2 Schaufeln mit. Habe ich das Eisen hier abgelegt? Ja, habe ich. Ich mache mir nochmal aus dem Teil hier Stöckels. Und mache mir... Ich brauche schon wieder fast eine Axt. Das könnte ich auch mal machen, aber naja, so. Axt. Komm hier. Pam. Da neigt sich unser Eisen schon wieder dem Ende zu. Das ist gar nicht so nett. Und damit meine ich nicht die Gedichtform so nett. So viel Holz. So viel Holz. Es ist so viel Holz. Ich wollte Zäune machen. Dafür brauche ich eigentlich noch mehr von den Dingern. Ich mache es mal so. Zack. Stöcker braucht man immer genug. Da. Und da. Und da. Aus dem Rest mache ich mir jetzt mal eben fix Leitern. Weil die werden wir auch noch brauchen. Ja, komm hier. Zack. Da noch eine. Da eine. Und eins. Habe ich jetzt tatsächlich alle Stöcker schon verbraten? So, Zaun. Haben wir erstmal davon genug? Zäune habe ich hier theoretisch genug, ne? Wenn ich da noch einen hinbastel, müsste der Weg einen darüber. Ne, das passt schon so. Hier kommt noch einer. Noch 2 hin. Können wir hier noch durchgehen? Das Sämchen kommt auch wieder hier rein. Die müssen da drüber. Muss ja ordentlich sein. Und das ganze Holz. Ich glaube, ich mache das so. Ich ziehe die Wand hier tatsächlich ein bisschen nach hinten. Damit ich hier direkt die ganzen Kisten stapeln kann. Und das nicht weiter hinten machen muss. Wobei, ich bin mir unschlüssig. Doch, ich mache hier den Raum erstmal ein bisschen hinten groß. Fackel hier ran, die ist zu hoch. So. Das kann man ja später alles noch ändern.
Weil ich habe jetzt noch keinen groben Masterplan, wie das denn alles aussehen soll. Ich meine, ist ja auch logisch. Es entwickelt sich halt. Ich hatte ja gesagt, dass ich auch in den Graben reingehen möchte, aber das möchte ich ja später machen. Ich meine, ist ja klar, der liegt ja so dicht beieinander hier. Das möchte ich aber später machen, und zwar nicht alleine. Ja, ich habe auch vor, dass ich dann irgendwann demnächst mal, wahrscheinlich in der nächsten Aufnahme schon, mir einen Gast hier mit herhole oder auch wechselnd immer mal verschiedene Gäste dabei habe. Weil dann kommen hier vielleicht noch neue Ideen rein. Ich musste nicht die ganze Zeit hier durchquatschen und es kann bestimmt natürlich auch unterhaltsamer sein. Ja, dass man auch ein paar Themen dann bequatschen kann oder halt einfach ein bisschen Quatsch insgesamt macht, um nochmal Quatsch gemacht zu haben. Na, wie es gerade so läuft. Also grober Plan ist ungefähr, dass ich das im Wechsel mache. Das heißt, eine Aufnahme hier ohne Leute, dann wieder eine andere Aufnahme mit Leuten. Und dann wieder eine ohne und eine mit und eine ohne und eine mit. Das ist ja total unsymmetrisch. Das macht mir aber nichts. Ich rebell. So, hier immer ganz viel von. Da wird auch ganz viel von brauchen. Das ist noch nicht viel, aber es ist egal. Da, Kisten, Truhen. Zwei Stück nur, also hier. Ja, es ist doch okay. Die haue ich hier nochmal eben schnell hin. Das sieht ein bisschen schäbig aus, wenn es hier so direkt anschließt. Können hier dann auch noch eine obere Riege da drauf zimmern. Sieht auch doof aus, wenn es hier so... Na, doof ist halt, ne? Wenn es doof ist, sieht es doof aus. Das Ding kann eigentlich direkt hier vorne an die Tür. Weil da draußen ist ja auch direkt eins. Was ist hier in der Kiste eigentlich drin? Das müsste ja alles rausfallen, wenn ich die benutze, ne? Wenn ich die... entleere. Ich hau hier einfach mal das ganze Bauzeugs hin oder die Cobbles. Die kommen nochmal rein. Na, es geht gar nicht. Mist. Jetzt habe ich hier das ganze Werkzeug drin. Eisen, Holz. Die Hände kommen weg. Vier Äpfel habe ich. Die ganzen Leitern. Schön. Ach, hier kommt, das reicht. Na. Lass mich da lang. So. Ich hau die einfach hier einfach mal voll mit dem Zeug. Dann wird das unsere Kobbelkiste. Ansonsten ändern wir das später nochmal um. Ist ja auch nicht verkehrt. Hier, das ist der Rest. Ah, dieses Billigholzwerkzeug ist ja auch nicht schön. Das ist okay. Ach, hier haben wir noch Kohle gehabt. Ist ja der Wahnsinn. Ich falle hier gleich vom Stuhl. Hier haben wir auch noch Erde und Zeug. Ganze Kiste nur für Cobbles? Aber ich meine, man kann sich das ja noch so hinbauen, wie es denn gerade passt. Dann kommt die erstmal beiseite. Geht so am schnellsten? Ja, geht so am schnellsten. Ich meine, ist auch eine Holztruhe. Aber jetzt fehlt mir hier der Platz dafür. Das Ding, das kann, das schmeiße ich irgendwann in die Lava. Pah! Sowas schleppe ich nicht mit mir rum. Das ist einer Rumschleppung nicht würdig. Da. Nicht. Was wollte ich jetzt? Kann ich die jetzt einfach da oben hin basteln? Da so drüber. Ich weiß es gerade nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Jetzt ist, es war schon ein bisschen doof, dass ich das gerade gemacht habe. Wobei hier die Tür, ne, die kommt mal weg. Der Gang hier sollte eigentlich bleiben. Nein, ne, nee. Ach komm, ist mir egal gerade. Hier. Ich hau jetzt hier erstmal den Boden raus. Aus Protest. Ich alter Bodenrausreißer. So. Dann hier wieder vorne auch hier einmal den umrandeten Rand reinranden, damit ich ganz randig werde. Dahin. Jetzt haben wir schon wieder... Ach, ich habe das Inventar ja komplett voll. Aber wir haben hier auch eine Kiste stehen. Das ist ja nicht so wild. Kommt hier die Kohle rein. Hier ist noch ein Knochen drin, den wir uns zu Mehl verarbeiten können. Ach, hier ist auch noch so viel Kobbelgedöns. Das ist ja schlimm. Dann lasse ich den nochmal drinne. Plop, 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 plop. So, Erde.
Erde? Einerde. Oder eine Öde? Das ist hier die Frage. Das kommt hier weg. Ich hoffe, ja doch, 42 reichen davon. Ansonsten haben wir da ja noch hier einen ganzen Stapel von dem anderen Zeugs. Das passt dann schon. Einmal hier drunter. So. Ich hoffe, dass... Ja, doch, das reicht hier erstmal. Von der Tiefe her habe ich die Vermutung, dass das später noch ein tiefer wird oder zwei, dass es hier direkt an das andere Ding anschließt. Dann sind das ja drei. Man weiß es nicht. Ich hau nochmal ein paar Brote hier raus, damit das einfach weniger Platz einnimmt. So. Brot. Hau ich mir auch nochmal... Na, so. Falsche Taste. Doch, ist doch schön, wenn es hier so ein bisschen weiter noch geht. Kann man hier tatsächlich das noch ein bisschen abgegrenzter machen. Vielleicht noch ein paar Regale als Bibliothek hier reinbauen. Als Bibliothek. Ja. So, wunderhübsch. Ach, da rutscht direkt das andere Holz hier nach. Ja, das kann man auch machen. Das kann man nicht machen. Gerade dann, wenn man das sagt, ne, dann passiert das andere, das, was nicht passieren soll. Man verbaut sich, alle Leute schauen zu und zeigen mit dem Finger auf einen. Sagen, oh, du kannst ja nicht mal richtig bauen. Schlimme Sache das. Immer dieses Mobbing. Vor allem, wenn man sich selbst mobbt.